Licht auf die Netzhaut nimmt dieses auf und leitet das Signal zum Sehnerv weiter. Ist das Signal beim Sehnerv angelangt, nimmt dieser es auf und bringt das Bild zum Gehirn weiter, wo es korrekt dargestellt wird. Der Glaskörper hält das Auge in seiner Form. Die Linse fokussiert das Licht, das auf sie trifft, auf die Netzhaut. Die Iris reguliert den Lichteinfall. Bei viel Licht zieht sie sich zusammen, bei weniger Licht öffnet sie sich. Die Hornhaut schützt das Auge vor Fremdkörpern und verschiedenen anderen Gefahren. Kurzsichtige Menschen haben ein zu langes Auge. Sie sehen beim Blick in die Ferne nicht recht scharf. Beim Blick in die Nähe sehen sie allerdings scharf. Weitsichtige Menschen haben ein zu kurzes Auge. Sie sehen beim Blick in die Ferne scharf, beim Blick in die Nähe jedoch nicht. Bei Menschen mit einer Hornhautverkrümmung ist die Hornhaut an manchen Stellen dicker als an anderen. Sie sehen beim Blick in die Ferne und beim Blick in die Nähe unscharf.